Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Schoki Banoki Daily! Ja? Ja. Mit dem Christian! Hi! Und mit dem Sashi. Ja. Und wir haben heute den 17. November! Oder am 17. November? Am 17. November haben wir ein Geburtstagskind, das recht bekannt ist und ziemlich sexy war. Sophie Masso! Laboum, die Fete zum Beispiel. Eins und zwei, im Braveheart mitgespielt. Braveheart 1, im zweiten nicht mehr. Oder James Bond hat es auch mitgespielt. Die Welt ist nicht genug. Mhm. Ja, hat es auch mitgespielt. Und Sophie Masso heißt eigentlich Sophie Danielle Sylvie Maupu. Mhm. Maupu. Also die Franzosen sagen wahrscheinlich Mipu. Ja. Ja, dann geht's wieder. Also Sylvie Mupu. Sophie Danielle Sylvie Mupu. Bescheuert. Also auf jeden Fall nennt sie sich Masso. Ja, mit Geburtstag. Ja, 1966 geboren. 17. November 1933. Die USA erkennen die UdSSR völkerrechtlich an. Vorher nicht. 1933 war das? 1933. Echt, ganz schön spät. Ja. Hammer. Das ist 33, ja. Das war am 17. November. Am 17. November 1906 hat Soichiro Honda, was sagst du denn jetzt so blöd? Soichiro Honda hat die gleichnamige Motorradfabrik gegründet. Mhm. Ja, also mal, die hießen Soichiro. Soichiro hießen die. Also, okay. Soichiro, genau. Ja. Waren marktbegleitet. Deswegen haben die, das war halt ganz, waren halt ganz schlechte Motorräder und haben sie alle Soichiro gemacht. Verstehst du? Ich versteh's. Ja, die Japaner, die machen ja sowas öfter mal. Ja, das war der 17. November. Und das Schönste ist, dass diese Sendung jetzt rum ist und morgen der 18. November ist. Völlig sinnlos war. Ja. Ja. Morgen ist der 18. November und ich sag bis dahin Cheerio, bis so. Tschö.